Im November 2014 erschütterte ein heftiger Steuerskandal Europa. Die LuxLeaks-Enthüllungen legten offen, dass mehr als 350 Großkonzerne so gut wie keine Unternehmenssteuern zahlen. Sie hatten mit Luxemburg Sondervereinbarungen getroffen. Dadurch rückte das Thema Steuervermeidung durch Unternehmen auch grundsätzlich weiter in den Fokus. Die europäischen Staats- und Regierungschefs behaupten, dass sich die Praktiken seitdem geändert haben. Aber haben sie das wirklich? Weltweit gelten 15% der Länder als Steuerparadiese. Wegen ihnen verlieren Staaten und Bürger jedes Jahr 170 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Das ist dreimal so viel wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Luxemburg. Oder fast die gesamte Lohn- und Einkommensteuer, die die Deutschen im Jahre 2012 an den Fiskus abgedrückt haben. Und diese Steuerparadiese sind näher, als Sie denken. Wussten Sie, dass 10% aller Gewinne von US-amerikanischen Firmen in Luxemburg erfasst werden? Die Niederlande etwa 20.000 Briefkastenfirmen beheimatet, die nur auf dem Papier existieren. Allein in London mehr als 36.000 Immobilienunternehmen gehören, die in Offshore-Steuerparadiesen angesiedelt sind. Steuerparadiese sind nicht für normale Steuerzahler. Zutritt haben nur vermögende Unternehmen und reiche Privatpersonen. Es ist Zeit zu handeln. Und diesmal wirklich. Es gibt viele Steuerparadiese innerhalb Europas. Diese wiederum sind verbunden mit vielen anderen auf der ganzen Welt. Aber Europa kann Teil der Lösung sein, wenn es sich auf die richtigen Steuerreformen verständigt. Deshalb fordern die Grünen, dass sich 10 Dinge umgehend ändern. Mehr dazu auf diesteuerkrise.eu. Übrigens, an erster Stelle steht der Schutz von Whistleblowern.